Hallo und herzlich willkommen wieder bei Dr. Fusch GmbH mit Adcrafter 27. Und den Dr. Mistkeeper. Ja, ich bin kein Doktor, doch eigentlich schon. Ich kann nämlich hier saugut hier langfahren. Ausgebildeter Fusch. Ja, ich weiß auch nicht. Diplomierter Fuscher. Wir müssen hier gewisse Sachen wieder zu unserem Millionenauftrag bringen. Na gut, der Auftrag bringt uns insgesamt nur 270.000 Euro nur. Das ist schon mal viel. Naja, eine Viertelmillion, ne? Mehr sogar. Wo ist denn? Fahren wir ja irgendwie falsch eigentlich? Nein. Kommt das nämlich so vor. Wir fahren nur mit dem Kreuz um die Kirche. Mit dem Kreuz um die Kirche laufen wir. Oder fahren wir? Ja, wir fahren. Das ist eine Sache. Das ist schon eine Sache. Was könnte man wieder Schönes erzählen? Ich bin immer so immer am Überlegen. Ich weiß auch nicht. Ja, auch nicht. Da können wir ja erzählen, dass wir nur rumfuschen. Nur das haben wir jetzt schon die letzten 30 Folgen gemacht. Ja. Erzählen, dass wir uns ziemlich aufs DLC freuen. Ja. Ich hoffe, dass wir echt bis dahin mal genug Geld haben, wo wir sagen, die Grundfahrzeuge haben wir und jetzt können wir dann pushen. Richtig. Noch mehr. Ey, wir haben jetzt schon einen Kran aus dem DLC, also. Ja, aber wir haben ja insgesamt 4 DLCs. Ja. Gewisse 3 eigentlich, aber. Was macht eigentlich das eine gratis? Ja. Na, was das macht? Ich glaube neue Häuser. Ruhehäuser, das ist was. Ja, schaust dir an. Was denn da schon? Ich dachte, wir wären noch nicht beim LKW, also beim Beton-Dings. Hat er nicht gesehen. Also, du bist zuerst, gell? Ja. Ja, und du hast mich zur Seite gedrängt. Ich hab gar nicht, ich bin einfach gestanden. Du hast mich zur Seite gedrängt. Da war ich mitten in der Luft. Könnten wir den Kran von da hinten nehmen? Kannst du mal hingehen? Ich war gerade ins Haus. Nein, halt nicht. Jetzt kannst du mal endsicher. Was denn sagst du, was du bist? Jetzt echt mal unseren Kran begutachten da hinten. Weil bleibt er einfach stehen. Ich bin halt ausgestiegen. Das war wahrscheinlich das Problem. Nee, ich hoffe, dass der jetzt nicht kaputt ist oder so, ne? Nein, du kannst den zurücksetzen. Ganz aussehen, das war halt nicht gut. Warum? Weil die Seile da irgendwie in der Luft schweben. Ich schwebe nicht in der Luft. Doch, bei mir schon. Ob wir das überhaupt aufs Grundstück kommen? Doch, komm ich drauf. Das geht schon. Nein, komm ich nicht. Nein, doch, nein, doch, nein, doch. Kann auch mal durchbangen. Ja. Wenn wir gucken, ob ich zu dir rüberkomme. Ja, jetzt geht's los. Ich komme! Ich komme! Also, nicht weit! Ausfahren. Ich so ja nicht. Wir gehen noch raus. Nee, so, wenn ich den zurücksetze, setzt er ihn einfach hier zurück. Okay. Fahrt mir nach Hause. Kannst du nicht, kannst du nicht geliefert werden? Ja. Ja. Dann bleibst du halt da stehen. Kannst du da nicht, wenn du da davor stehst, sagen halt. Nein, einstellen. Warte mal, wenn ich mal hingehe, wo ist er denn? Nur einstellen. Kannst du auch nicht viel mehr machen. Gibt es eigentlich 2 Kabinen? Kannst du auch nur einsteigen oder was sagt er jetzt? Warte. Kannst du ja auch mal so switchen zum Flat-Top-Kran. Ja, dann sagt er wahrscheinlich, dass er belegt ist. Ja, da kann ich nicht rein switchen. Echt nicht rein? So, du kannst ja jetzt mal rein switchen. Okay, er zeigt zwar an, aber er lässt es nicht zu.
Und jetzt lässt das nicht, zeigt es gar nicht mehr an. Okay, hiermit können wir jetzt quasi sagen, statistische Maschinen können nicht geliefert werden. Hallo Süße, was geht ab? Kommst du heute mal nach der Baustelle vorbei? Ja? Ja, Denk dran. wahrscheinlich, wenn man den nächsten Auftrag haben, kann er ihn wahrscheinlich schon liefern. Bestellen, ja. Vermutlich. So, Ob wir der zeigt brauchen mir einen sogar. Container. Der zeigt mir sogar zu Fuß den Weg ein, wo ich nicht muss. Die ist gutes Navi. Kaufe bei eBay für 3,99 €. So wie Günther? Günther hat 20 € gekostet. Ne, nur 15, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Günther gekauft hat. Oh, Günther, wie viel kostest du? Da ich mal andere Günther. Pumpu Günther. Buschbaum Media. Günther. Meinst du, ich park hier drüben? Oder woanders? Ja. Der Straße ist nicht so, wenn man den Verkehr so recht richtig hingehen, verstehst du? Wow. Und jetzt muss man auch etwas Dings machen. Die Wände ausfüllen. Ach komm. Ja. Dann machen wir mal Straßensperre. Kreuzungssperre machen wir jetzt. Hier wird gearbeitet. Die Kreuzung ist gesperrt, Leute. Hier wird hart geschuftet. Jo, dann greifen wir den Ding mal hier durch. Beep, beep, beep. Ja, voll arg, ey. Hallo? Servus. Ah. Was machst du da? Du mich ja gerade zu verstehen. Du versuchst dich zu verstehen. Ich pack die Klappe dahin auch und mach den mal neu auf oder zu. Ich krieg gerade ein Problem, ey. Hallo. Diese Steuerung ist einfach mal der absolute Grau. Ja, dann reset den einmal. Du musst halt wirklich aufpassen, dass du nur ein Dings bewegst. Jetzt klappt man das Ding auf. Das ist Schritt 1. Sie klappen das Ding auf. Schritt 2 ist. Ja. Sie klappen das auf. Das kann man tun, weil du voll bist. Problem ist, ich steuere jetzt eine Taste und er macht zwei Gelenke schon wieder auf. Das ist halt. Ja, das ist normal. Also er macht mit einer, genau, die zwei Gelenke macht er parallel. Das ist normal. Ist so komisch. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht in der Steuerung umstellen kann. Das ist eine Tastenbelegung. Ich klapp mal runter. Mal schauen, wo man hinkommt. Gesagt, ich muss jetzt hier dieses Zeugs irgendwie füllen. Ah, die Zwischenhohlwände da. Ja, ja, schaut gut aus. Dann lassen wir mal die Kacke laufen. Okay. Reicht das? Reicht das nicht? Ja, wir müssen dann schauen, dass da. Ich glaube, mehr rein tun, weil das rennt ja dann. Das rennt ja die Suppe hier. Wir sind noch vor, weil du musst. Ja. Ja, lass mal länger laufen. Du warst hier noch nicht fertig. Er sagt, ich soll länger laufen lassen.
Das hat alles, das ist halt irgendwelche komische Suppe. Nicht mehr betonen, aber egal. Der Chef hat gesagt, es wäre betrunken. Da wird doch so reichen. Ja, guck mal hier. In der Ecke da, in der Hausmauer. Irgendwo mal. In den Ecken da mal ein bisschen länger laufen lassen. Dann siehst du, ob sich noch was bewegt oder nicht. Okay, das bewegt sich ja noch. Nichts mehr. Na, jetzt passt's ja. Alter Schwede. Ich komme in den Scheiß Haushalt nicht so rein. Doch, hier komm ich rein. Ich viel einfacher, wenn ich raufkomme. Kann ich dir was anbauen. Warum mache ich das eigentlich immer? Wenn du das so gut kannst. Muss doch reichen. Ich meine, wir haben ja tausende Gebiete. Naja, aber du schaust ja mit gerade nur ein Drittel erst. Ja, schau mal, wie viel wir noch haben. Ja. Und geht's mehr? Wenn du vielleicht ein bisschen mittiger hier über der Stiege gehst, dann wird er in beide Richtungen verteilen, dann ist es leichter. Na ja, erstmal hier drücken. Ja. So. Geh zu mir. Läuft die Kacke. Läuft die Schuhe. Da genau so mittig, ja, stopp da. So mittig, ja. Und dann verteilt er beide Richtungen. Man kann es dann laufen lassen und dann verteilt er das wohl. Du bist halt kein Betonneur. Kein Betonneur, so wird das halt nur allerdings. Yeah, 600 Minuten. Viele 10 Stunden gerade. Hier, yeah, 50.000 haben wir dafür bekommen. Cool. Würde ich bestimmt auch bald bekommen. Ich bin ja ein paar Minuten nach dir. Ja. Kriegst du auch 50.000, dann können wir uns schon den Kran leisten. Nee, ein Autokran, der kostet 500. Nein. Na komm. Das ist ein bisschen daneben. Ja. Ich sehe nichts. Ja. Das ist eh voll. Hier muss noch, hier noch, Junge, hier. Ja, hier, Junge, Junge. Bin hier. Im Westen sind wir jetzt weit genug weg. Ja. Hier, noch in der Ecke dahin, da geklatscht. Gott, Gott, Gott. Auftakt damit die. Ja, der Knopf. Und mal kurz schauen, wie ich das Ganze jetzt genau hier bewältige. Ja, nix. Nur ja, auch schreiben wir es in Verfügbar. Ich guck mir mal die anderen Jobs dabei an. Weil die haben da nicht mehr so viel zu tun. Wie krieg ich denn das ganze Ding jetzt weiter nach unten? Aha, wir hätten einen Auftrag. Kleines rotes Familienhaus mit Balkon, 250.000. Haben wir das bekannt vor? Wir haben jetzt zweimal den kleinen Auftrag, was wir jetzt gerade haben. Das wird dann langweilig. Ja, was soll ich machen? Naja, in 9 Minuten gibt es einen neuen Auftrag, dann warten wir halt. Ich leg gleich die Folge wieder um. Also, wir stehen. Ja, hier in den kleinen Raum da drin fehlt noch da. Müssen da rein. Keine Tür. Du hast keine Tür eingebaut. Du Idiot, du hast keine Tür eingebaut. Du hast die Tür vergessen. Hier bei der Stiege fehlt auch noch da nochmal.
Wie viel denn im Aber? Genau, und jetzt gegenüber auch auf der anderen Seite da drüben. Durch die Tür, ich will die Tür. Problem ist ja, dass ich ganz nach hinten müsste. Ja. So, jetzt schau ich mal, wie weit ich komme. Vielleicht geht sich aus, aber nur vielleicht. Doch, geht sich aus, siehst du. Was ich das nicht. Fragt er dich nicht bald, ob wir aufhören wollen mit Gießen. Nein. Das ordentlich machen. Hast Nein gesagt, oder wie? Natürlich sage ich nein, du machst das ordentlich fertig. Möchtest du das Fahrzeug irgendwie im Gelände zurücksetzen? Ja. Ja, wir sind doch schon längst über der Folge. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's für die Folge, Leute. Ich hab gesehen, er kann einfach nichts, gar nichts und noch weniger davon. Also, schaut das nächste Mal wieder rein, wenn er vielleicht etwas kann oder auch nicht. In diesem Sinne, macht's gut und haut rein. Tschüss. Tschüss.